Willkommen zurück zu Diablo 4 und unserem kleinen Baba. So, ich wollte jetzt mal hier hin. Ich wollte mal zu dem Typi. Und hier ist ja das Pferd, was ich meinte, wo man als Jubiläum bekommen hat, ne? Schon hübsch. Ja. Wir haben das aber leider noch nicht. Also wir dürfen noch nicht reiten. Ne? Aber nur, dass ihr das schon mal gesehen habt. So, da wollte ich jetzt eigentlich mal hin. Und jetzt mal Lugi Lugi machen. Also, dann haben wir jetzt den Trank dabei und alles. Entschuldigung, und jetzt gehen wir nochmal kurz da hoch. Und dann haben wir ja, glaube ich, noch eine. Dann haben wir noch ein paar Questen, ne? So, hier. Der Mönch da. Ja. Diese Decke wärmte Prava in ihrem Krankenbett. Sie ist kleiner, als ich dachte. Vielleicht seid ihr der Narr, der dem Priester den wahren Glauben predigt. Trefft mich im Elysiumer Archiv. Dort werde ich diese Dämonin aus eurem Körper treiben. Okay. Das heißt, wir müssen wohin? Da oben hin. Naja, dann gehen wir mal ab ins Archiv. Was? Warnung, euer Stadtpunkt. Achso, ja. Papplapapp. Weg, weg. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Hier müssen wir rein. Die kenne ich persönlich jetzt auch noch nicht, glaube ich, die Quest. Ich bin mir nicht sicher. Na dann, ich bin hier. Vor uns warten Ritter, die zu meinem Schutz gerufen wurden. Viele mögen den alten Wuschalko vergessen haben, aber manche sind noch treu ergeben. Ich werde nun die Glückshaube des Kindes aufsetzen, so wie es unsere Mutter Prava tat, als sie neu geboren wurde. Okay. Wo ist das Kind? Vom Engel Inarius gesegnet, wird mir nichts Böses geschehen. Mein Werk sei sein Werk. Meine Wünsche seien seine Wünsche. Ihr, durchzogen mit Sünde, vergießt euer Blut in diesen geheiligten Kelch. Toll. Gut. Hand auf Schlätze. Tretet nun heran. Ich trete. Steht innerhalb des Kreidekreises. Und versucht nicht, euch zu entfernen, sonst ist eure Verdammnis gewiss. Inarius, dessen Schwingen dieser Welt das Licht bescherten, wirkt nun durch mich. Läutert das Unreine in diesem Blute. Vertreibt ihre Verderbnis. Brennt sie aus. Was ist das? Nein, nein, das ist nicht richtig. Licht, nein, nein. Nein, halt, stopp! Ja. Wow. Toll. Sind alle tot. Ui. Du bist ja so ein Sack. Der Exorzismus. Ich habe alles richtig gemacht. Wie schon so oft zuvor. Aber ihr. Hinfort! Hinfort mit euch! Der Engel Inarius, er verstößt euch! Wow. Er verstößt euch! Geht! Bitte, geht! Bitte! Ich bitte euch! Was ein... Entschuldigung, Lappen. Ja? Also anders kann man das schon gar nicht mehr bezeichnen. Naja gut, die armen Kerle hier. Die armen Kerle. Für so einen Quacksalber. Ah, je, 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 je. Hätten wir eigentlich auch gleich wissen können, ne? Ja, Bei uns ist das halt wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Okay,
Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Und dann könnten wir eigentlich jetzt, wenn ich das so richtig sehe, hier rüber. Und dann können wir da rüber. Da oben haben wir aber auch noch eine Quest, ne? Was machen wir jetzt? Bleib mal hier, geh mal heim. Wir gehen jetzt mal hier rein. Härtungsrezepte, okay. Geht das nicht weg? Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Was man als erstes tut. Geht man da hin? Oder geht man eher hier runter? Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal dahin. Oder? Ich kann mich halt nicht entscheiden. Weil es kann sein, dass wir hier dann auch wieder voll viele Questen kriegen und so, ne? Ah, komm, wir gehen da runter. Ich mag sowas immer nicht, wenn du da 5 verschiedene Quest-Dinger kriegst, Hauptquest, und da machst du einen hundertprozentig immer falsch. Von der Storyline her, ne? Ihr seht das selber, jetzt haben wir hier auch noch wieder voll viele. Naja. Seht ihr ihn auch? Den Geist von Korik, meinem Sohn. Als er ein Junge war, brachte man ihn zum schwarzen Asylum. Jetzt verfolgt er mich stets. Er ruft mir zu. Fleht, dass ich... Ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Bitte, ich bezahle euch. Beendet seine Qualen. Bitte, schenkt ihm Ruhe. So, das wäre dann hier. Das wäre dann alles wieder... Nein, nein! Das wäre dann nein, da oben, ne? Nein, du bist tot! Oh. Vater, wollt ihr nicht kommen und mich besuchen? Oh je, der Arme. Nein! Sie haben dich weg. Der Arme. Ich habe keine Wut mehr. Was ist das? Nice. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber okay. Jetzt sind wir dort unten schon, ne? Den hier bräuchte man auch. Das ist der Sprung. Und hier haben wir Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Hier unten haben wir dann das hier alles praktisch. Schadensreduktion bei Fernkämpfen. Was haben wir noch? Er hier. Todesstoß. Ich nehme den jetzt erstmal mit. Und dann gucken wir mal weiter. Ich muss warten. Okay. Ja, da müssen wir mal dann schauen, ne? Was da so besser ist. Ah, das ist auch Totenbeschwörer. von das. Vom Drauflegen her. Weil wenn wir die nicht gleich killen, haben wir da ein Problem. Na dann.
Nein. Oh, ist er schon fast wieder rausgegangen. Ich muss warten. Schinden kann man rausnehmen, das ist okay. Einmal die Tür kaputt gedreht, bitte. Tor. Okay. Am liebsten würde ich ja eigentlich schon die andere Skillung machen, weil damit ich mich einfach dran gewöhnen kann. Aber ne, solange wir die Punkte alle noch nicht haben und alles. Warten. Ist das ein bisschen schwierig? Aber trotzdem hätte ich irgendwie Bock schon drauf. Die Tür ist versiegelt. Vielleicht machen wir das nachher dann auch gleich schon. Oder später, nicht nachher. Gehen gleich auf die andere Skillung. Gucken wir mal. Die ist ja immer noch versiegelt, glaube ich. Ach ja. Der war fast verdrückt. Da ist noch eine Guillotine. Oh. Sehr schön. Ich muss warten. Sollen wir es vor uns im Goblin? Ach nee, das ist das Ding, was wir anhaben, ne? Oder irgendwas war das doch jetzt. Ich muss warten. Oder kriegen wir da einfach eine extra Gold, ne? Wahrscheinlich. Ja. Okay, was haben wir hier? Ziehen wir mal an.
Zweihand, was? Gut, 5? Haben wir doch schon gehabt, oder? Vater hat gelogen. Er hatte nie den Mut, sich mir zu stellen. Vater hat gelogen. Vater hat gelogen. Was? Warum gelogen? Warum soll er gelogen haben? Komisch. Na, dann gehen wir da mal rein und holen das halt noch für den Totenbeschwerer. Aber vorher machen wir folgendes. Wo sind wir jetzt hier? Dann haben wir hier einmal Todesschuss, die Bossen 150% mehr Schaden zu. Okay. Machen wir mal. Vielleicht überlege ich mir, so zwischen den Folgen. Ja, ob wir dann doch schon umskillen, ob wir dann jetzt hier Vollgas schon nicht voll Damage machen können, das ist mir relativ egal. Aber ich will mich an die Skillung gewöhnen, ne, an den Ablauf und alles. Deswegen. Und der hier ist ja eigentlich nur zum Leveln und dann switcht man irgendwann mal um. Ich muss warten. Vielleicht müssen wir alle umnieten, ne? Ich bin noch nicht bereit. Warum nicht? Pass mal auf, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Ja, guck mal, wir sind schon kurz vor 7. Sagt der und dann sind wir 7. Ich bin noch nicht bereit. Töte alle Gegner. Hallo, Ibims. Ich bin noch nicht bereit. Haben wir nochmal neue Stiefel gekriegt, aber weniger Rüstung. Aber mehr Stärke. Nehmen wir das mal mit. Perfekt. Und das meinte ich damit. Also mit ruhig, ne? Mit ruhig spielen. Nicht so viel reden manchmal. Einfach nur genießen. Bisschen Schnetzle. Und einfach ein paar Sachen nebenher halt. Ne? Und nicht die ganze Zeit. Oh, ja, ja. So, dann haben wir das hier noch. Wenn Todesschuss mindestens ein Gegner Schaden zufügt, verfallen 3 Sekunden lang in den Berserker-Modus. Okay. Oder wir fallen dann in den Berserker-Modus. Ich muss warten.
wieder nur ein Schwert. Oh, diesmal mit Sockel sogar. Das ist eine Hieb-Axt. Nehmen wir mal mit. Ich bin noch nicht bereit. Da war noch einer? Nee. War, dass man die hier alle zoomen muss, ne? Ah, das ist schon ein bisschen nervig. Aber nur ein little bit. Das weiß ich gar nicht. Ich ist der Trank weg, ne? Cool. Komplett daneben geballert. Ich muss warten. Da oben haben wir einen vergessen. Ich muss warten. Was macht er denn? Ich drück die ganze Zeit eins. Ich wundere mich, warum er keinen Ansturm macht. Ich bin noch nicht bereit. Doch, war doch richtig. Ach mein Gott. Ihr wisst, was ich meine. So, die macht jetzt ein bisschen mehr Schaden und so. Die macht jetzt ein bisschen mehr Schaden. Aber der Rest ist dann halt schwieriger. Warten. Ich habe keine Wut mehr. Ach. Also das ist ja mal... ich muss warten. Unser erstes legendäres Äxtchen. Sehr schön. Freue ich mir. Kann man anziehen. Gut. Oder war da jetzt noch eine Hose dabei? Da war noch eine Hose dabei. Wenn wir die jetzt noch benutzen könnten, ne? Voll daneben geballert. Zwei Halsstrahlkolben. Ich
bin noch nicht bereit. So. Wunderbar. Hätten wir das auch. Und der neue. Gut. Gut, Knut. Einfordern, bitte. Dann kommen wir hier raus. Oh, das war jetzt, tut mir leid, ein bisschen anstrengend, ey. Das war jetzt echt übel. Haben wir da jetzt gerade was gekriegt? Nee, ne? Das war jetzt übel. Ja, wir haben die Waffen gewechselt. Wir haben die Waffen gewechselt. Aber warum? Ach so. Wahrscheinlich deswegen. Ich brauche mehr Wut. Ah, jetzt habe ich verstanden. Hört gut zu. Ich habe nicht viel Zeit. Einer unserer Männer, Fürst Avitus, wurde in der alten Stadt unter dem Berg niedergestreckt. Wir haben seine Leiche zum Beinhaus gebracht, aber er erwachte und lechzte nach Blut. Nur ich konnte entkommen. Naja. Bitte, ihr müsst ihn töten. Ja, das war's. Also entkommen bist du nicht wirklich, ne? Ich glaube, wenn wir die anderen Waffen benutzen, die anderen Fähigkeiten und so, dann haben wir die anderen Waffen. Ich habe gedacht, das gilt für alles. Aber jetzt haben wir ja zum Beispiel den Kolben in der Hand. Und da sind wir wieder Level up. Okay. Jedes Mal, wenn ihr direkten Schaden erleidet, erhaltet ihr auf 0, weil wir sind ja fast unten, ne? Nehmen wir nochmal den Ansturm mit. Aber dann könnten wir eigentlich damit unsere Waffen leveln. Hiebwaffe, automatische Auswahl. Ja, nimm die Hiebwaffe. Ne, nimm die hier. Sehr schön. Müssen wir dann später dann mal umwandeln. Dass er nur die benutzen soll, wenn wir unsere Attacken machen. Auf. Wir sind jetzt hier unten unterwegs. Wir müssen wieder da hoch. Wir müssen wieder hoch. Ich bin noch nicht bereit. Warum nicht? Aber Batman? Einmal aus dem Leben wiedergekickt. Okay.
Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Heute war es ein bisschen ruhiger oder ist gerade aktuell. Das wird es allgemein ein bisschen ruhiger werden, ne? Weil mir da ja viele Schnitzel, denke ich doch mal. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ne? Dann hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.